Die Partie ist sicher kontrolliert. Auch jetzt in dieser undurchsichtigen Situation. Die Übersicht bewahrt. Da verlieren einige Spieler die Nerven. Anthony Jobe war da in einen Scharmützel verwickelt. Ja, da entlädt sich natürlich auch jetzt der Frust der Italiener über dieses wahrscheinlich verlorene Spiel. Also Anthony Jobe geht auf jeden Fall. Vadim Sakrajcuk, der Routinier auch. Naja, Matchstrafe für Anthony Jobe, der da wutentbrannt seinen Helm in die Gegend feuert. Für ihn geht's nur unter Anführungszeichen auf die Strafbank. Schauen wir mal, wie es dazugekommen ist. Da geht schon mal heiß her. Da wird... Naja, also da muss man sagen, der Herr Sakrajcuk hat da schon kräftig hingelangt. Allerdings muss man fairerweise sagen, erst nachdem ihn Anthony Jobe mit einem Crosscheck von hinten belästigt hat.